Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Sanremo 7315 in der Mikata Josiah Edition. Hier geht ein riesiger Dank raus an Michael Schiffner vom Josiah Shop, der mir diese beiden Messer kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Für mich schließt sich in Bezug auf das 7315 so ein wenig der Kreis. Am 1.8.2021 hatte ich das erste Mal Kontakt zu Michael. Da habe ich mir diese beiden hier gekauft. Das sind zwei wunderbare Messer. Das Sanremo 7315 in der G10-Variante. Ja, seit diesem Zeitpunkt ist Michael für mich die erste Anlaufstelle für Sanremo und Real Steel Messer. Er hat extrem faire Preise, bietet erstklassigen Service und ist ganz nebenbei auch noch ein wirklich toller Mensch. Alles Weitere zum Josiah Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt mal ganz allgemein zum 7315. Seit Ende 2020 hatte ich dieses Messer auf dem Schirm. Zwei erfolglose Bestellungen aus dem Ausland ließen mich etwas verzweifeln. Zwischenzeitlich machte ich sogar einen Online-Shop auf das 7315 aufmerksam. Darauf gab es leider keinerlei Reaktion. Und als ich es eigentlich schon aufgegeben habe, war es auf einmal im Josiah-Shop verfügbar. Michael hat damals auch sofort das große Potenzial dieses Messers erkannt. Und jetzt hat er, wie bereits erwähnt, seine eigene Josiah-Shop-Edition des 7315 auf den Markt geworfen. Zwei Versionen, beide sind limitiert auf je 300 Stück. Es gibt bei diesen Modellvarianten im Wesentlichen zwei große Unterschiede. Der eine sofort offensichtlich, es ist kein G10, sondern wie auch schon öfter erwähnt, Mikata. Zum einen grün, zum anderen braun. Die Haptik unterscheidet sich hiermit ganz, ganz deutlich. Das Mikata ist von sehr hoher Qualität, fühlt sich wesentlich weicher und wärmer an als beispielsweise hier dieses Carbon Fiber G10. Ja, ich weiß ansonsten nur, dass dieses Mikata aus den USA kommt. Es ist Handschmeichlerqualität und ich habe das schon bei wesentlich hochpreisigeren Marken gesehen. Also Vero Engineering fällt mir da ein, das war sehr ähnlich von der Haptik. Ansonsten kann man nur sagen, Mikata ist natürlich schon eine tolle Sache. Es bekommt mit der Zeit seinen eigenen Charakter, wenn das so ein bisschen abgegriffen ist. Also so eine Art Used Look. Ich habe dieses Messer jetzt ein paar Tage in der Tasche gehabt, habe den Clip abgeschraubt, sonst ja, ist der Bereich unter dem Clip eben nicht so gleichmäßig. Und ich muss echt sagen, also das sieht jetzt schon richtig gut aus. Ich habe leider keine Vorher-Nachher-Bilder gemacht, aber das war wesentlich heller hier. Ja, ansonsten muss ich sagen, letztendlich ist es wie immer Geschmackssache. Also mir gefällt auch das G10, das nimmt sich nicht viel. Ich könnte mich hier für keinen ganz klaren Favoriten entscheiden. Der zweite große Unterschied ist der Clip. Bei der Mikata-Variante ist er sozusagen fest positioniert. Trageposition, Tipp ab rechts, nahezu Deep Carry, also hier stehen etwa 5 mm über. Dann hat man hier innen eine versenkte Platine und dort ist der Clip dann aufgeschraubt. Und was man dann auch nicht so ganz häufig sieht, das sind zwei Sechser-Torx. Und das ist hier fast wie eine Intarsienarbeit, also der Clip ist vollständig versenkt. Richtig gut gemacht. Es gibt keine überstehenden Schrauben, also in diesem Preissegment erlebt man sowas nicht allzu häufig. Mit einem leicht weinenden Auge muss ich sagen, dass ich mir ja auch den Ambi-Clip gewünscht hätte, wie er bei den G10-Modellen vorzufinden ist. Der Clip wird durch zwei Zapfen in beidseitig angebrachten Vertiefungen im Griffinneren des G10 gehalten. Und somit lässt sich dieser Clip problemlos auf die gewünschte Trageposition umsetzen. Ja, man sieht hier diese zwei Löcher und ja, ob nun rechts oder links ist wirklich vollkommen egal. Geht ganz einfach, man drückt das hier zusammen und setzt den Clip um. Ja, man könnte den Clip dann auch weglassen. Also wirklich ein geniales und aufgeräumtes Konzept. Bei den Mikata-Varianten wäre die Umsetzung vermutlich nicht ganz so einfach gewesen. Mit der Zeit wäre das hier vermutlich auch ausgefranst. Es ist einfach ein bisschen weicher als G10, das ist nun mal Fakt. Es wäre eine tolle Sache gewesen mit dem Ambi-Clip, aber man kann nicht immer alles haben und ich kann mit diesem Clip auf jeden Fall auch leben. Ansonsten wurde zum 7315 bereits alles gesagt. Hier nochmal so eine Art Kurzvariante. Wir haben den 12C27 Sandvik-Stahl, Rostträge, relativ leicht nachzuschärfen. Gehalten ist die Klinge hier in einem Nessmuck-Stil, möchte ich das mal nennen. Klingenlänge liegt hier bei ca. 74 mm, effektiv sind es immer noch 68 mm. Klingenbreite, schmale 2,5 mm.
Wir haben einen Flachschliff, der wurde hier auch sauber komplett hochgezogen. Und wir haben gerade mal 0,4 bis 0,5 mm hinter der Schneidphase. Also das ist wirklich ein guter Wert. Die Klinge läuft sehr sauber auf Brausewaschern. Wir haben hier auch einen schönen Sound. Also das gefällt mir auch gut. Und wir haben keine Verriegelung, wie man sieht. Das ist ein Slipjoint mit einer angenehmen leichten Federspannung. Also mir gefällt sowas. Muss natürlich jeder selber entscheiden. Ja, dazu sieht man hier gleich 45 Grad Stopp. Der Griff ist so ganz leicht bogenförmig, 93 mm lang und ergonomisch wirklich ausgeklügelt. Wir haben eine schöne Handlage. Dann ist hier noch diese verdeckte Lanyard-Lösung, ein kleiner Steg im Griff. Ja, wenn das Lanyard nicht allzu dick ist, kann man sich hier ganz gut mit so einer Victorinox-Pinzette behelfen und das dann hier so durchpriemeln. Das funktioniert recht gut. Mir gefällt sowas immer sehr gut. Das ist eine aufgeräumte Lösung. Ja, was soll man sagen? Ja, einfach insgesamt sehr, sehr tolle Messer. Ich würde sagen, es ist Zeit fürs Fazit und in diesem Fall ein Fazit mit einem Wunsch oder vielmehr einem Traum. Fazit: Michael hatte mit diesen Mercator-Modellen eine ganz tolle Idee. Das sind besondere Varianten eines eh schon ungewöhnlichen Messers. Wie erwähnt, limitiert auf 300 Stück pro Variante. Ich habe hier die Nummer 89 und hier die Nummer 14. Wie ich das mitbekommen habe, ist das Modell mit dem grünen Mikata und der satinierten Klinge bereits ausverkauft. Und ich muss auch wirklich sagen, bei einem Preis von knapp 35 € ist das wenig verwunderlich. Also, ja, in dieser Qualität mit diesen Materialien kann man da bei anderen Herstellern wirklich lange suchen, ein Messer zu diesem Preis zu bekommen. Das heißt, wer noch ein Modell mit braunem Mikata und der schwarzen Klinge haben möchte, das sollte wirklich schnell sein. Es sind einfach tolle und begehrte Messer. Ich habe euch alle Spezifikationen zu diesem Messer in die Videobeschreibung gepackt. Jetzt zu meinem Traum. Eine Sache, die für mich wünschenswert wäre, wäre eine dezentere Beschriftung. Ja, ich glaube, das sieht jeder selbst. Das ist ein bisschen viel vielleicht. Das würde kleiner reichen und da oben vielleicht. In diesem Bereich wäre das auch gut aufgehoben. Hier sieht man es auch ganz eindeutig, das ist ja fast mittig auf der Klinge. Aber ganz ehrlich, das ist für mich gerade noch so akzeptabel. Also das habe ich bei anderen Herstellern schon viel schlimmer gesehen. Mein eigentlicher Traum wäre eine Variante ohne diesen Nagelhau. Der ist meines Erachtens unnötig. Also das habe ich auch schon in meinem ersten Video zum 7315 bemängelt. Für mich ist das ein Pinch-Grip-Messer. Ich habe auch bis jetzt kaum jemanden gesehen, der diesen Nagelhau in einem Video verwendet hat. Intuitiv greift man hier in die Klinge. Also das sieht man eher selten. Man greift hier in die Klinge und öffnet das Messer. Bei französischen Modellen sieht man das durchaus häufiger. Und ich finde, das ist einfach sehr, sehr elegant und aufgeräumt. Und ja, das wäre natürlich ein mutiger Schritt. Und es wäre zudem auch sehr, sehr konsequent, besonders in Bezug auf diesen umsetzbaren Clip. Also das wäre dann wirklich eine tolle Sache. Man hätte keinen Nagelhau, man hätte diesen umsetzbaren Clip bei diesen G10-Varianten. Und dann hätte man sozusagen ein astreines Links- und Rechtshändermesser. Das gibt es auf dem Markt jetzt auch nicht so, so häufig. Also wäre vielleicht wirklich eine Überlegung wert. Wie gesagt, Nagelhau weg. G10-Variante und der Ambi-Clip. Vielleicht hören Michael und Sanremo gerade zu und denken drüber nach. Es wäre ja sogar ein Produktionsschritt weniger. Also man muss das hier nicht noch extra einfräsen. Mir würde es gefallen. Wäre interessant zu wissen, wie ihr darüber denkt. Vielleicht wird das ja was. Also mich würde es auf jeden Fall freuen. Gut, dann möchte ich jetzt mich eigentlich auch verabschieden. Das war's für dieses Jahr von meiner Seite. Ich wünsche allen einen guten Rutsch. Ich muss auch echt sagen, ich bin froh, dass das Jahr dann fast vorbei ist. War für mich ein Katastrophenjahr. Und insofern, ja, wie gesagt, allen einen guten Rutsch und ein gesundes 2023. Ansonsten, wie immer, alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.